Warte mal. Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das hier zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Nico! Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Was ist los mit dir? Der Boss ist da und rackert sich mit Ziegeln auf der Hauptstraße ab. Und du willst jetzt sein Windspiel läuten? Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugerus verschwinden lässt mich wirklich. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich ewig her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fährt, furchtbar, einfach furchtbar. Atreus ist ganz sicher nicht mehr in Midgard. Ich war gerade dort und fand keine Spur. Wenn Odin ihn eingeladen hat, hat er einen Weg bereitgestellt. Nein, das ist nicht die einzige Erklärung. Sag mir, wo wir diese Nornen finden. Ich habe einige ihrer Fäden beim gefrorenen See entdeckt und habe einen für die Zauberei eingesteckt. Aber wir können ihn auch nutzen, um sie zu finden. Aber denk daran, sie wollen wirklich nicht gefunden werden. So wird es zur Abwechslung wenigstens mal schwierig. Wir sollten mit deinem Schlitten zum See fahren. Midgard, wie ich den eisigen Wind und die ständigen Räuberangriffe vermisst habe. Sie glauben, dass Kratos für Fimbulwinter verantwortlich ist und dass sein Tod ihm ein Ende setzt. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Hierher. Durch mich natürlich. Natürlich. Aus. Sie ist eine Freundin. Jetzt. Besser, wenn du das machst. Sobald die Wölfe die Fährte der Nornen haben, müssen wir ihnen nur noch folgen. Ich öffne das Gatter. Seid still. Ihr Fell ist verfilzt. Wann hast du sie zuletzt bekommen? Das sind Wölfe. Ein verfilztes Fell führt zu Krankheiten. Kümmere dich um sie und sie kümmern sich um dich. Also, was genau willst du die Nornen fragen? Wie ich meinen Sohn finden kann. Nichts weiter. Du glaubst nicht, man könnte so das ganze Prophezeiungschaos auflösen? Eine zweite Meinung zu deinem angeblichen Ableben erhalten? Ich wusste nicht, dass du eine Todesprophezeiung hast. Als Atreus und ich Jötunheim erreichten, fanden wir ein verstecktes Wandbild. Die Riesen. Fällt selbst. Wir haben unsere gesamte Reise vor langer Zeit vorausgesehen. Wen wir treffen und gegen wen wir kämpfen würden. Alles, wie es geschehen ist. Aber du bist nicht tot. Das Bild war aus einer Zeit, die noch kommt. Verstehe. Ich dachte nicht, dass du den Tod fürchtest. Darum geht es gar nicht, oder? Nein, der Tod kann mich haben, wenn er mich verdient. Dann ist es vielleicht nicht die Zukunft, die dich beunruhigt. Faye hat dich auf deine Reise geschickt und dafür gesorgt, dass du am Ende dieses Bild siehst. Und du weißt immer noch nicht, warum. Ich möchte darüber nicht weiter reden. Oh!
jetzt, wo wir auf dem See sind. Wie finden wir die Nornen? Beobachte die Wölfe genau. Siehst du, wie ihre Köpfe den Weg weisen? Der See der Neuen hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Räuber haben es sich hier gemütlich gemacht. Ich glaube nicht, dass ich seit unserem Kampf gegen Sigrun wieder hier war. Sie spricht mit Achtung von diesem Kampf. Du weißt davon. Sie hat mir alles erzählt, als sie mich fand. Sie sah in dir einen Verbündeten, lange bevor ich daran glaubte. Die Walkürenkönigin, eine Verbündete. Ich bin die Walküren. Ich hätte mir denken können, dass Sigrun dir geholfen hat. Sie ist so loyal, weise, klug. Es braucht keine Liebesgöttin, um dich zu verstehen. Der Schicksalsfaden, den wir folgen. Ist nicht das Leben von jemandem, wenn du das meinst. Die Nornen markieren damit ihren Weg, wenn sie außerhalb des Brunnens sind. Die Nornen leben in einer Quelle? Nein. Der Earl-Brunnen hier zu Hause ist schwer zu erklären. Die Wölfe haben uns hergeführt. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind. Im Warmen. Eins ist sicher. Ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Das werden wir früh genug sehen. Das ist die richtige Gegend, aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind, im Warmen. Eins ist sicher, ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Bro! Von rechts! Das ist die richtige Gegend, aber wir können mit dem Schlitten nicht weiterfahren. Ich hoffe nur, dass die Nornen irgendwo drinnen sind, im Warmen. Eins ist sicher, ich habe Midgard im Fimbulwinter nicht vermisst. Danke. Achtung, Feuer! Seite!
Den hab ich jetzt. Weg ist magisch versiegelt. Irgendwas hier drinnen gibt ihm Kraft. Das Heft eines Schwertes. Moment! Ich kenne dieses Schwertheft. Vorsicht damit. Du weißt am besten, dass Waffen Geister mit sich tragen können. Wenn es uns nicht hilft, die Nonnen zu finden, kann es warten. Ich spüre hier ihre Illusionen. Ich kann versuchen, sie zu bannen. Obna! Hier ist nichts. Eine falsche Spur. Ich fürchte ja. Wir müssen abwarten, was die Wölfe noch finden. Typischer nornischer Unfug. Sie wissen, dass wir sie suchen. Ich habe gesagt, dass sie es nicht leicht machen. Was hat das Schwertheft eines verfluchten Königs damit zu tun? Ablenkung, Zufall. Wer weiß. Sie würden wohl sagen, es war unser Schicksal, es zu finden. Was ich sagen wollte, das Zuhause der Nornen wird Earthbrunnen genannt. Er ist an keinem festen Ort. Eingänge kommen und gehen. Es kommen noch mehr Draugar. Oh!
Sie machte die Götter für den Tod ihrer Familie verantwortlich und rächt sich an allem, was in Reichweite ist. Selbst ihr Tod konnte sie nicht stoppen. Ich weiß. Ich sprach vorhin vom Earthbrunnen, wo die Nornen leben. Ein Ort, der ganz unter ihrem Einfluss steht und an dem das Nicht-Greifbare greifbar wird. Als wäre man in seinem eigenen Kopf. Aber wenn wir zusammen reingehen, sind wir im Kopf des anderen. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Mimir, bist du den Nornen schon mal begegnet? Nicht persönlich. Freya hat recht. Sie können Besuche ziemlich gut verhindern. Odin hat es jedenfalls versucht. Sagt aber nicht, was dabei rauskam. Halt, gewinne Herzen, keine Kriege. Tyr wusste, dass der größte Kampf von allen der um die Herzen und Gemüter der Leute ist. Schade, dass Tyr dieser Tage an beidem kein Interesse hat. Wolltest du noch mehr sagen zu Urien und den Nornen? Nein. Entweder hat er aufgegeben, oder er wollte vergessen, was er gesehen hat. Freya, erzählst du uns mehr darüber, als du die Nornen das letzte Mal aufgesucht hast? Ehrlich gesagt sind die Details verschwommen, wie wenn man aus einem Traum aufwacht. Ich erinnere mich vor allem daran, dass nichts das Schicksal meines Sohnes ändern konnte. Dadurch wurde ich noch entschlossener zu versichern. Bruder, was ist mit deiner Geschichte? Du bist den Mäuren deiner Heimat begegnet, ja? Die Legenden, die ich über den Geist Spartas hörte, waren sicher übertrieben. Übertrieben? Oh, nicht das schamlose Blutvergießen und der gerechte Zorn, sondern der Teil. Ich glaube, das waren alle. Das waren Koal-Räuber. Berüchtigt für... Das Verspeisen von Völkern. Atreus und ich holten uns raus solch einem Lager. Das war gütig von euch. Die Koal-Räuber sind eine Plage für dieses Land. Sie missbrauchen seine Geschöpfe. Vielleicht sollten wir etwas gegen sie unternehmen. Vielleicht. Deine Entscheidung. Wenn die Nornen die Zukunft kennen, werden sie damit rechnen, dass wir das später haben. Mimir, welchen Teil meiner Geschichte hältst du für übertrieben? Sondern der Teil, in dem du in der Zeit zurückgereist sein sollst, um eine verlorene Schlacht zu gewinnen. Das ist natürlich sehr unglaubwürdig. Ein Gerücht, dass Thor die Weltenschlange bei Ragnarök in die Vergangenheit prügelte, ist eine Sache.
Das ist die Wahrheit. Die Schicksalsfäden umspannen alles Leben und alle Zeit. Die Moiren haben ihre Macht missbraucht. Als ich mich ihnen stellte, drohten sie, mein Leben ungeschehen zu machen. Also habe ich sie getötet und ihre Macht gegen Zeus gewandt. Ich habe noch nie etwas Gefährlicheres und Dümmeres gehört. Diese Narnen haben keine solche Magie und auch sonst niemand in dieser Welt, den ich je gesehen habe. Ja, stell dir nur vor. Moment, die Wölfe sind abgelenkt. Kratos, ein Räuberlager. Sollen wir uns um sie kümmern? Thank you.
blinzeln noch immer. Die Armen. Sie wettern immer noch Gefahr. Die Wölfe fürchten etwas, das ihnen nichts mehr tun kann. Die Schrecken unserer Vergangenheit können die Gegenwart durchdringen. Du müsstest das doch verstehen. Nur noch mal kurz zurück zu diesem Unsinn mit der Zeitreisemagie. Wenn es sie gäbe, würde Odin sie haben. Und wenn Odin sie hätte, wäre unser Schicksal noch mehr besiegelt, als es ohnehin schon ist. Moment. Was ist das? Ist das nicht der Speer von Tyrs Statue? Strebe nach Frieden. Sei bereit für den Krieg. Wie scharfsinnig von den Alten. Tyr wollte nie Krieg, aber er wusste, er muss darauf vorbereitet sein. Ja, besser bewaffnet als nicht. Beeindruckende Waffe, nicht wahr? Ziemlich groß. Um das klarzustellen. Du willst also nicht, dass die Normen Vergangenes ändern? Ich würde sie nicht bitten, die Vergangenheit zu ändern, selbst wenn sie könnten. Ich möchte nur Informationen. Und das ist meiner Erfahrung nach schon gefährlich genug. Noch ein Chor, Räuberlager. Carlos, wir sollten etwas gegen sie unternehmen. Ich bin es langsam leid, dass du deinen Wölfen kein Mitgefühl zeigst. Es ist wegen Deimos, nicht wahr? Ich hätte dir nur von ihm erzählen sollen. Du siehst dich selbst in den Wölfen. In ihrer Angst. Wir müssen weiter. Yeah!
Der die Wölfe fing, bevor ihr sie befreit habt? Weiß ich nicht. So oder so sollte es sie beruhigen, dass... Immer noch Angst? Nicht vor den Räubern. Habt keine Angst. Ihr seid in Sicherheit. Gut. Brave Jungs. Mädchen. Brave Mädchen. Ist das ein gefrorener Blitz? Mein Kampf mit Thor endete dort. Dort habt ihr gekämpft. Deshalb ist Tyrs Statue über den ganzen See verstreut. Hier sind wir richtig.
Mal sehen. Ich spüre etwas. In dieser Richtung. Was genau spürst du? Noch eine Illusion. Es kommt von dieser Wand. Die Nornen verbergen etwas. Obna. Nichts. Noch eine Sackgasse. Falle. Gegner, von links! Hinter dir, Vorsicht! Wird nur noch gefährlicher werden. Dann suchen wir weiter. Zurück zu den Wölfen. Was ist hier oben? Ich spüre nichts. Das hat nichts mit den Nornen zu tun. Könnte aber trotzdem interessant sein. Wozu dieser Außenposten? Wie kann ich helfen? Irgendwas für Freya? Soll's was Bestimmtes sein? Souvenir aus fremden Ländern. Du wirst es nicht glauben, Mimir. Dieses Wappen gehört zu Fjödrlund. Fjödrlund, sagst du? Das ist doch Sigruns Heimat. Zu sagen. Sie sucht in allen Welten nach unseren verlorenen Schwestern. Wir hoffen, wenn sie ihre körperlosen Geister nach Vanaheim bringt, finden wir einen Weg, ihre unverdorbenen Wesen wiederherzustellen. Ich habe am See zahllose Räuber gesehen. Seid vorsichtig. Gut, dass wir es jetzt haben. Was darf ich fertigen?
Das ist der Ort. Wir müssen nach da oben kommen. Hier lang. Da. Kannst du uns einen Weg durch das Eis bahnen? Oh, bauen die Nornen jetzt magische Eiswände? Nein, das Wasser ist einfach zu hoch. Mehr Freunde von dir. Ich habe sie nicht jetzt. Gegner, linke Seite! Geschafft haben, dass alle diese Räuber sie beschützen. Nicht, dass ihnen bewusst wäre, dass sie das tun. Freya, danke für deine Hilfe. Ich weiß, du hattest andere Pläne. Je schneller wir deinen Sohn finden, desto schneller kannst du dich dem Plan widmen. Ich hoffe, wir haben Erfolg. Ich ebenfalls. Danke dir. Das ist ja sehr nett. Aber schreib ihr doch eine Karte, wenn wir aus der Kälte raus sind. Das sieht aber eher wie ein Rückweg aus, nicht wie ein Eingang. Ich stimme zu. Die Normen sind weiter oben. Herum, Kurdas, Starkeri.
Hier drüben. Hier entlang. Oh, na. Warum sind aller guten Dinge immer drei? Hört ihr auch dieses gruselige Flüstern? Wie ein Juckreiz in meinem Verstand. Das bedeutet, wir haben ihr Reich betreten. Seid auf alles gefasst. Illusionen? Projektionen vermutlich. Aber verlasst euch auf nichts. Wir wissen nicht, was für Kreaturen sie zu ihren Wächtern gemacht haben. Entzünden! Schon in unseren Köpfen. Der wirkte ziemlich echt. Ich sag's dir nicht gern, aber alles in deinem Kopf wird auch echt sein. Vernebelte Erinnerung. Eine recht unfreundliche Erinnerung. Diese Mäulen sollten wissen, dass mich nichts auffällt. Zerstörerin von allem, was du beschließt.
lösen will. Sie sind immer jemanden, dem ich geben kann. Sie kann sich nicht ändern. Und kann mich nicht ändern. Na, du hast höchster lebender Mensch vergessen. Das scheppert jedenfalls wie echtes Hacksilber. Es gibt wohl einen kleinen Trost bei dieser Tortur. Zumindest werden wir uns nicht vorstellen müssen. Schreib das nicht deinem Ruf zu, Mimir. Sie sehen das ganze Leben eines jeden, der sich nähert. Phantom. Die Nornen haben ein Phantom. Natürlich haben die Nornen ein Phantom. Lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das! Suchen wir ein Tor. Wir kehren heim und planen alles Weitere. Hör mal, bevor du jetzt irgendetwas überstürzt, solltest du vielleicht etwas Dampf ablassen. Ich bin sicher, da war noch was, auf das wir zurückkommen wollen. So kann dein Verstand in Ruhe alles verarbeiten. Ich nehme an, hier beim See gibt es noch etwas zu tun. Aber ich wäre auch froh, mal woanders als in Midgard zu sein. Es ist deine Entscheidung.